herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Jona Mo ist bei mir. Sie hat ein Buch geschrieben oder mehrere. Schon mehrere Bücher geschrieben. Das ist jetzt Liebesbotschaften deiner Seele, ein Kurs in Selbstliebe, wichtiges Thema. Da wollen wir hauptsächlich drüber reden, weil das etwas ist, was den meisten von uns, glaube ich, schwerfällt, sich selbst zu lieben. Genau. Wir lernen ja in dieser Welt sozusagen alles andere und man kriegt das eigentlich nicht gesagt, dass man sich auch mal selber lieben darf. Aber sag mal, weil du ja auch schon mehrere Bücher geschrieben hast, wo hast du angefangen, wie hat das angefangen, was ist dein Werdegang? Ja, also mein Werdegang ist so, dass ich als Kind schon mich gefragt habe, warum bin ich hier und wer bin ich? Bin ich jetzt nur dieser kleine Mensch oder bin ich mehr? Und dann habe ich es natürlich in der Jugendzeit vergessen wieder, ganz normale Jugendzeit gehabt. Und es kam plötzlich wieder, dann hat es mich ja, gerissen, einfach dieses erste Buch mühelos zu schreiben. Da hatte ich dieses Gespräch mit meiner Seele, mit meinem wahren Selbst, göttlichen Selbst, wie auch immer man das jetzt nennen mag. Und mit meiner inneren Stimme, so habe ich das da genannt in dem Buch, und innere Stimme mit meiner Stimme und habe dann diese Konversation geführt. Und da ist ganz toll was bei rausgekommen und dann wurde mir innerlich gesagt, das wird jetzt ein Buch. Mhm. Und ich habe das einfach geschrieben und es wurde mir auch gesagt, es wird sofort einen Verleger finden. Mhm. Ich brauche mich da überhaupt nicht anstrengen, es wird wirklich mühelos. Ja, und dann war das Buch irgendwann fertig und habe ich gespürt, jetzt muss es raus. 2007 und dann habe ich im Internet geschaut, wie kann man jetzt einen Verleger finden. Das Buch war noch nicht ganz fertig, muss ich dazu sagen. Es hat wirklich noch ein Drittel gefehlt. Aber ich hatte den Impuls. Also warst du zu voreilig? Nein, ich hatte den Impuls. Ich folge immer meinen Impulsen. Und seit ich dieses Buch schreibe, folge ich meinen Impulsen. Und ja, dann habe ich im Internet geschaut und weiß ich, war kurz vor Weihnachten und habe dann diesen Verleger gefunden, den Froh und Frei Verlag. Habe da hingeschrieben und habe geschrieben, ja, also dort stand auch, dass man als neuer Autor was werden kann und dann habe ich da hingeschrieben, ich habe mein Buch geschrieben und wie das denn wäre, ob da noch irgendwas frei wäre, ob er das verlegen möchte. Und ja, dann ist das alles von allein gelaufen. Ich bekam schon am nächsten Tag Antwort, er möchte das Buch haben. Und dann habe ich geschrieben, habe ich zurückgeschrieben per E-Mail, das ist noch gar nicht fertig. Mhm. Und ich könnte es aber bis Ende Januar fertig schreiben. Ja, da hat er dann geschrieben, okay, schickst du dann als PDF, wenn es fertig ist. Also es war wirklich gigantisch, erster Verlag. Also es wurde geführt sozusagen. Und dann habe ich das hingeschickt und im Mai habe ich es dann in der Hand gehabt. Also es ging wirklich sehr, sehr schnell. Und ja, ich wusste dann erst, was es heißt, ein Buch zu verlegen, weil es ist unheimlich viel Arbeit dann. Ja, das kenne ich auch. Aber es war richtig toll, es war ein tolles Gefühl. Und ich habe gesagt, Mensch, das ging tatsächlich wie geschmiert. Ich habe den ersten Verlag gleich gehabt und eine ganz tolle Beziehung auch zum Verleger. Und ja, 2003, muss ich dazu sagen, bin ich von meiner Arbeitsstelle weg. Ich war vorher als Sekretärin in einem Büro. Und habe plötzlich gespürt, mir macht die Arbeit keinen Spaß mehr. Ich habe eine andere Aufgabe, wusste aber überhaupt nicht was. Versteht ihr das? In meinem ersten Buch auch. Ich wusste gar nicht, was da auf mich zukommt. Ich hatte erstmal nichts. Und ich habe dann anderthalb Jahre nichts gemacht. Ja. So wirklich zur Ruhe gekommen. Ja, ist, glaube ich, auch wichtig. Ja. Und dann ging das mit dem Buchschreiben ja auch weiter. Das hatte vorher eine Pause. 2007 kam es dann raus. 2005, jetzt kommen wir zu den Botschaften. 2005. Habe ich ein Erlebnis gehabt, dass wir sind spazieren gegangen und ich hatte damals die Seite Gott in dir schon, gottindir.de. Mhm. Und dann hatte ich diese innere Eingabe, geh nach Hause, setz auf deine Seite Botschaften von Gott zu Gott, dass du das anbietest. Da habe ich gesagt, jetzt spinne ich. Mhm. Und dann sind wir wirklich, habe ich gesagt, du, wir müssen jetzt nach Hause, ich muss das machen. Mhm. Dann habe ich das draufgesetzt und eine Stunde später war die erste Anfrage da. Und die habe ich dann gefragt, ja, wie bist du auf mich gekommen? Ich habe das ja gerade erst drin. Ich habe eingegeben, Gott in dir, Botschaft von Gott zu Gott. Mhm. Also da war ich platt. Und dann lief das Ganze von alleine. Und 2006 kamen die Monatsbotschaften. Und die habe ich dann jeden Monat wirklich von, ich sage jetzt mal, von dem Göttlichen in uns allen, was ja in uns allen ist. Und es ist nicht richtig wirklich zu erklären. Ich habe es gefühlt, ich weiß wirklich, dass wir Gott sind. Ja. Alle. Und das ist einfach ein Gefühl gewesen, was ich gespürt habe und was man nicht richtig erklären kann.
Und dann ist es weitergegangen mit den Liebesbotschaften. Ja, nun interessiert mich das, wie hörst du richtig eine Stimme oder hast du so einen inneren Dialog, so als wenn man Selbstgespräche führt? Oder nein, das ist, ja, manchmal schon, aber nicht wirklich laut, sondern leise. Naja. Und es kommt, wie soll ich sagen, als Download. Also ich kann es mir wirklich nur so bezeichnen, das ist auch, wenn ich jetzt mit den Quanten arbeite, so in der Matrix-Arbeit, das ist wie so ein Download, die inneren Bilder, das ganze Paket, ob es jetzt das Buch ist, ob es eine Botschaft ist, da ist das ganze Paket da und das muss ich jetzt aber irgendwie ausdrücken. Ich weiß ja den ganzen Inhalt, wie kriege ich das in Worte? Und dann lasse ich schreiben. Dann setze ich mich einfach hin, habe so ein kleines Schreibgerät, setze mich hin und lasse schreiben. Und dann trete ich einfach beiseite. Und dann liest du nachher was und sagst, oh, das habe ich geschrieben? Oder genau. Was? Ja, genau. Das ist so. Okay. Ja, ich lese es dann und denke immer, das gibt es doch gar nicht, das kann ich nicht geschrieben haben. Also vom Verstand geht es nicht. Ja. Und da hatte ich auch so ein Erlebnis mit dem ersten Verleger. Der hat mir dann gesagt, er möchte gerne noch zwei Themen haben, die er gerne mit aufgenommen hätte und ob ich die dann nochmal schreiben könnte. Das habe ich dann auch getan, aber vom Kopf. Mhm. Und dann sagt er zu mir, das hast du nicht geschrieben. Sagt er, ich möchte es so geschrieben haben, wie das ganze Buch ist. Dann habe ich den zweiten Anlauf gemacht, wieder vom Kopf. War nichts. Da sagt er, das gibt's doch gar nicht. Hast du das Buch wirklich geschrieben? Habe ich gesagt, schon, aber nicht der Mensch, sondern das kam einfach. Er sagt, da setz dich doch mal hin und mach das doch mal. Dann habe ich es gemacht und dann lief's. Und was ist das, wie machst du das? Also wäre ja ein Tipp jetzt für andere auch, dass man wirklich sagt, ich will jetzt was machen, aber ich will es nicht vom Verstand. Ich gebe das jetzt ab an die Göttlichkeit oder wie machst du da ein Ritual oder wie? Nein. Oder sagst du, bittest du um Hilfe und sagst, komm Leute, wir wollen ein Buch schreiben. Das ist meine, ich sag jetzt mal, meine Marke einfach, dieses mühelos, dieses Leichtigkeit, dieses Spielerische. Und bei mir war es dann einfach so, das war einfach da. Und ich habe dann vertraut, weil ich habe manchmal, jetzt schreibe ich einfach nicht mehr so gerne Botschaften für andere, weil ich sage, ich möchte jetzt die Menschen dahin führen, dass sie das selber in sich spüren. Ich will die gar nicht, ich will nicht der Vermittler immer spielen, der Vermittler für sie selbst, dass sie das selber lernen können. Und meine ganzen Angebote zielen eigentlich jetzt mehr darauf hin und das Buch ja auch, dass du selber lernst, in die Selbstliebe zu kommen. Es war dann einfach irgendwann mal da, gib jetzt Seminare. Und mit Botschaften. Ja. Dann habe ich auch erst gedacht, ja, was wird das jetzt? Dann habe ich die Leute zusammengerufen, die waren da. Ich wusste nicht, was ich mache. Und das geht auch heute noch oft so bei Seminaren. Ich weiß vorher nicht, was ich da mache. Ich schreibe ein Seminar aus und dann ist das da. Es geht mir aber auch so, ob es Vorträge sind oder auch jetzt Seminare, einfach loslassen und sich führen lassen. So gehe ich auch in die Interviews übrigens. Also wir haben vorher nicht lange gesprochen. Ne? Nein. Okay, aber das Thema Selbstliebe ist ja das, was mir auch wichtig ist. Und wie gesagt, ein schwieriges Thema. Also mir fällt es auch nicht leicht zu sagen, ich liebe mich. Da denkt man ja, das kannst du ja auch nicht sagen. Genau. Ne? Und ist vielleicht, dann denkt man, das könnte ja egoistisch sein. Also wir haben das ja alle aberzogen bekommen. Es sind ganz viele Kindheitsprogrammierungen wahrscheinlich drin, die uns davon abhalten. Was ist dein Tipp, was können das Zuschauer jetzt machen, um sich selber zu lieben oder dahin zu kommen? Also da ist wirklich ein ganzer Kurs drin. Dieser ganze Kurs ist mit den Teilnehmern entstanden, muss ich dazu sagen. Nicht von mir alleine, ich konnte das immer nur mit den Teilnehmern. Und bin durch diese ganzen Kurse gegangen. Es ist ein dreiteiliger Kurs mit je 6 Botschaften. Mit Übungen, mit Atemreisen, mit allem Möglichen. Und es geht erstmal um das Ankommen hier auf der Erde, dieses Willkommensgefühl. Du kommst hier an auf der Erde und wirst gar nicht willkommen geheißen, sondern da wird dann gesagt, ach, das ist ein Mädchen, da seid ihr lieber ein Junge werden sollen oder dann kriegst einen Klaps wie früher. Oder von der Spritze rein, ne? Genau, oder du wirst alleine irgendwo hingelegt, von der Mutter weg und zu unserer Zeit war das ja noch so. Genau. Und wer fühlt sich schon wirklich willkommen? Ja. Da wird dann gesagt, das darfst du nicht und das darfst du nicht und das gefällt mir nicht und ich liebe dich nur, wenn du brav bist, lieb bist und so weiter. Und für mich, ganz ehrlich gesagt, als ich den Kurs angefangen habe, habe ich gedacht, ich bin selber noch nicht so weit, wie mache ich jetzt einen Kurs? Und ich bin selber durch diesen Kurs gegangen, also auch für mich. Und das war richtig heftig.
Okay, dann hangele ich mich mal so ein bisschen hier am Inhaltsverzeichnis lang. Ich habe ja das auch gelesen und es sind wunderbare Stellen drin und es ist wirklich etwas, was ich auch empfehle, weil es ist ein Prozess und es wird nicht von heute auf morgen gehen. Aber erstmal, dass man sich freut, schön, dass du da bist. Den vergessenen Seelenplan, das Kind in dir, das alte Spiel ist zu Ende und die Rolle ist Ego. Da wird ja immer gesagt, Ego muss man unterdrücken, will man nicht, aber dass man das auch annimmt. Das heißt, wir haben ja das Ego, um uns zu erfahren als individuelles Wesen. Genau. Wir lehnen überhaupt, darum geht es auch in der Selbstliebe, dass wir nichts mehr ablehnen. Wir sind wütend, wir dürfen wütend sein. Als Kind dürfen wir es nicht. Wir dürfen traurig sein, Jungs weinen nicht und so weiter. Kennt man das Thema. Ja. Habe übrigens sehr viele Leser, sehr viele männliche Leser. Das finde ich ganz toll. Ja. Es geht darum, erstmal alles anzunehmen, diese ganzen Gefühle, ich fühle mich jetzt scheiße, muss man einfach sagen, ja, darf ich. Ja. Und da kann ich mich drin suhlen und da kann ich wirklich mal reinsteigen und kann sagen, so, jetzt fühle ich mich so und jetzt gehe ich da durch, jetzt atme ich damit. Und ich mache es dann so, dass ich mir vorstelle oder sage zu diesem Gefühl, zeig dich. Mhm. Wie siehst du aus? Wo bist du entstanden? Zeig dich. Sag mir, warum du da bist. Und ich kriege dann diese inneren Bilder oder es ist plötzlich ein Impuls da oder es ist ein Satz da, irgendetwas ist da, was mir sagt, oder eine Gestalt, was mir sagt, Traurigkeit kommt manchmal daher, also sehr abgerissen und schlimm. Und dann nimmt man die in den Arm, dann sagt man, komm, ich will dich fühlen, du darfst da sein. Und das ist ein ganz wichtiger Prozess. Ein wichtiges Thema ist auch der Körper. Wir haben alle irgendwo, man ist nicht schön genug, nicht stark genug, nicht. Ja, ja. Ne? Also es gibt natürlich alle, die besser aussehen als ich, Brad Pitt oder George Clooney. Du kennst sicherlich auch ein paar. Oh ja. Das heißt, wir haben alle so Programme, dass wir unseren Körper eigentlich ablehnen. Ja, richtig. Wie kommen wir da jetzt ran? Ich meine, es ist leicht gesagt, liebe deinen Körper. Wie ist der Prozess? Der Prozess, also man muss die ganzen anderen Prozesse erstmal durchgehen, muss ich dazu sagen. Und ich kann auch sagen, die wenigsten Teilnehmer, das ist ganz interessant, haben bis zum dritten Teil durchgehalten. Mhm. Also viele haben ersten zwei gemacht und haben dann gesagt, den dritten traue ich mich noch nicht ran. Ja. Warum auch immer, weil da geht es ja wirklich darum, auch diesen körperlichen Teil von uns, der ja jetzt hier auf der Erde spielt, sag jetzt mal, das ist wirklich eine Rolle, aber den auch zu lieben. Ja. Das sind wir nicht. Wir sind nicht der Körper. Der Körper ist ein Werkzeug von uns hier, damit wir hier spielen können. Es gibt ja Leute, die sagen, das ist ein eigenes Wesen, ein Elementarwesen. Ist es auch. Ist es aber verbunden mit der Seele. Ja, wir benutzen es sozusagen und wir sollten uns dafür auch ehren, dieses Wesen, das diesen Körper bereitstellt. Ja, genau. Ja. Und meistens machen wir das Gegenteil und sagen, Ja, warum machen wir das Gegenteil? Weil die ganze Werbung sagt, du musst so und so aussehen, die Models sehen so und so aus, da darfst du keinen Gramm zu viel haben. Schau dir mal die früheren Bilder an von den, Puttenengel oder wenn du das Ganze siehst von früher. Genau. Da mussten die Frauen ein bestimmtes Gewicht haben und eine bestimmte Proportion. Ne? Ja. Warum ist ein Mann mit Bauch weniger wert als einer ohne? Ja, oder mit Sixpacks, Waschbärbauch gegenüber Sprettbauch, was ist besser. Ne? Ja, aber da haben wir alle Programmierungen das ist schwer, dann damit umzugehen. Und dann sind so ein paar Hinweise, also sich mal selber streicheln, ist einem ja eigentlich ganz ein bisschen peinlich, wenn man das so machen würde und würden die Leute sagen, ja, das ist ja ein selbstverliebter Schnösel da. Warum ist das wichtig, dass man das macht? Es ist deswegen wichtig, weil du Kontakt zu deiner Seele, du bekommst Kontakt zu dir. Wenn du dich streichelst, wenn du dir über die Haut fährst, also nicht nur über die Klamotten, sondern über die Haut, dann spürst du dich, du hast Kontakt zu dir, du hast wirklich dieses warme Gefühl, dieser Kontakt zur Seele auch. Also in jeder Zelle von uns steckt auch die Seele. Mhm. Also du hast einen anderen Kontakt, das wirst du sicher auch gemerkt haben, als wenn du das mit den Klamotten machst oder das ist richtig. Als wenn du jemand das anderen streichelst. Das wollte ich jetzt hier nicht vormachen. Nee. Aber als Mann könntest du es eher als nicht wirklich. Ich. Will keiner sehen. Aber das gehört im Grunde also auch der Mut dazu, sich selber sozusagen nackig zu machen oder zu entblößen und zu sagen, so, ich bin so, wie ich bin und ich bin dankbar dafür, dass ich den Körper so habe. Ja. Da mögen die anderen sagen und auch ich selber sagen, wenn ich in den Spiegel gucke, hätte ja auch ein schöner sein können, aber nein, das ist mein Körper, ich nehme den an und das ist wichtig, dass wir uns
Also auch den Körper leben und... Alle Aspekte. Ja. Also auch diese Rolle annehmen, alle Aspekte. Und ja. Hier steht ein Thema, die sexuelle Kraft in dir. Das ist auch ein Thema, wo man genau. sich schwer tut. Die sexuelle Kraft sehen wir immer so, wie es uns die Presse erzählt und wie es uns die Medien erzählen. Ja. Es ist aber ja viel mehr. Die sexuelle Kraft hängt auch mit unserer Schöpferkraft zusammen. Und es ist ja die Schöpferkraft schlechthin, denn dadurch sind wir entstanden. Ja. Und diese Schöpferkraft zu leben und diese, wie soll ich das sagen, seine eigene Kreativität auch zu leben, also auf eine andere Art die sexuelle Kraft zu leben, das ist schon ein Erlebnis. Mhm. Also das ist schon mal noch eine andere Sache. Und wenn wir die sexuelle Kraft nicht leben, also unsere Schöpferkraft, dann werden wir gelebt. Dann werden wir von außen bestimmt, und das ist genau das Thema, dass wir von außen alles annehmen, ein anderer sagt uns was und wir sagen, ja, stimmt auch für mich. Stimmt das wirklich? Ja. Das stimmt ja gar nicht für uns. Das müssen wir ja erstmal fühlen, ob das für uns auch wahr ist. Wir haben ja unsere eigene Wahrheit. Und diese sexuelle Kraft zu leben, dann gehen wir raus, wir gehen in die Selbstbestimmung. Wir gehen also raus, gelebt zu werden, sondern leben uns selbst und gehen in die eigene Bestimmung. Mhm. Und darauf kommt es an. Also ja, man hat es hat gar nicht was mit der Sexualität im Allgemeinen zu tun. Wenn die richtig gelebt wird und richtig gelenkt wird, ist das eine ganz andere Geschichte als das, was uns vorgegeben wird. Naja, man sagt ja irgendwie, man muss dann in einer Woche so und so viel hat man Sex und ist schon so. Klar. Ne? Wird und auch dann vorgegeben. Denkt, ja. Und dann fühlt man sich gleich schlecht und sagt entweder, ist ja Blödsinn. Man ist nicht in der Norm. Ne? Aber das ist vielleicht auch die Absicht, also die äußere Welt, die uns ständig davon ablenkt, das zu sein, was wir sind. Aber wir wollen es ja unabhängig von dem, was andere sagen, ergründen. Also das gehört dazu. Erkennen, was ist wirklich meins. Ja. Und nicht auch, was erwarten andere jetzt von mir. Und das ist ja manchmal, wenn man jemanden kennenlernt, dann denkt man, ja, jetzt muss man da auch irgendwie im Bett den Hengst machen. Oder ja, weil das überall so steht, weil das uns das vorgegeben wird. Und wenn du mal Suchbegriffe eingibst oder irgendwie habe ich mal gehört im Google, was die meistgelesenen oder gesuchten Seiten sind, sind das Sexseiten. Konnte ich auch nicht glauben, aber scheint zu sein. Ja. Aber warum? Ja. Aber die Leute suchen eine Befriedigung da drin, weil sie sich im Leben nicht selbst leben können. Schau dir die an, die immer arbeiten gehen, ihren Job machen. Und also bei mir war es ja auch mal so, du bist abends so fertig, dass du wirklich dich nur noch vom Fernseher hängst, dass du gar nichts mehr richtig denken kannst. Und ja. Also wichtige Themen. Dann, ja. Ja, dann ist das mit der Sexualität sozusagen die Ersatzbefriedigung. Du lebst nicht deine eigene Kreativität, deine Schöpferkraft, wirst gelebt und dann suchst du in der Sexualität deine Ersatzbefriedigung. Du musst ja irgendwas Schönes haben. Ja, und das geht ja heute so weit, wir haben eine Sendung gemacht über Pornografie, dass man dauernd jetzt, das ist ja auch, kann sich selbst verselbstständigen sozusagen, dass man dauernd denkt, man muss sich irgendwie stimulieren, aber dann ist es wichtig, wie gesagt, sich mal zurückzunehmen, mal die Zeit zu nehmen und gucken, was ist wirklich meins, was ist wirklich meine Sexualität auch oder was drückt sich da, was will sich da ausdrücken. Ne? Und das kann ganz anders sein, als man denkt, wo man vielleicht hingekommen ist so im Laufe der Zeit. Also jedenfalls hat es mit Liebe nichts zu tun. Ja. In der herkömmlichen Form, sage ich mal. Ja. Ja, Liebe kann ja viele Facetten haben und Liebe sollte das Entscheidende dabei sein. Und es kann auch sein, dass man jemanden kennenlernt, man versteht sich wunderbar und Sex muss gar nicht sein. Mhm. Und beide denken aber, ja, der andere erwartet das. Ne? Ja, ja. Und dann sind beide unglücklich. Ja, genau. Und es kann auch eben eine Liebe geben, die gar nicht auf Sexualität basieren muss. Ne? Genau. Aber es kann natürlich alles sein. Ja, wir verwechseln Liebe mit Mögen. Das kommt auch noch dazu. Liebe heißt nicht mögen unbedingt. Also jemand kann mir sympathisch sein, den muss ich aber noch nicht lieben. Mhm. Liebe heißt einfach Akzeptanz. Mhm. Den anderen so nehmen und so sehen, wie er ist und so lassen, wie er ist. Eben auch das Bedingungslose. Ne? Alles. Also nicht, ich liebe dich, weil du so und so, sondern ich liebe einfach so. Einfach dein Sein. Mhm. Jetzt wieder zur Selbstliebe. Also da wollen wir hinkommen, das Schwierige. Mhm. Jetzt steht hier Seele streicheln. Ist auch eine Übung? Du hast ja viele Übungen, also das, was man dann auch wirklich konkret machen sollte, um diese Prozesse durchzumachen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich da geschrieben habe. Okay, dann das kannst du jetzt mal erzählen. Ja, 82 kann ich ja mal gucken, was da steht. Oh, ein langes Thema, aber
Übung zur 14. Botschaft. Mach dir dieses Streicheln zum Geschenk so oft wie möglich jeden Tag. Dies ist sehr wichtig, aber das steht jetzt nicht drin, wie du das machst. Gut, das ist ein bisschen länger, das lebe ich jetzt nicht, lese ich nicht alles vor, aber es ist im Buch. Ja. Aber es ist eben wichtig, dass man die Seele annimmt. Ich sage ja auch, der Körper, wenn du den Körper streichelst, dass du das auch bewusst machst, dass du deine Seele damit streichelst, dass du Kontakt mit deiner Seele hast. Ja. Den hast du ja sonst gar nicht. Ja. Und das ist wichtig. Du hast durch den Körperkontakt auch Kontakt zu deiner Seele. Ja. Also bewusst streicheln kann man ja im Grunde nur etwas, was auch physisch da ist. Das ist also der physische Körper, aber da drin ruht die Seele. Das muss man uns immer wieder bewusst machen, dass das nicht dasselbe ist. Aber beides will geliebt werden. Ja. Oder das Gesamte, also das, was ich bin. Das ist, bewusstes Wahrnehmen ist ein wichtiges Thema. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Und dann die Atemreisen auch. Ja, ja, bewusstes Wahrnehmen. Wir nehmen nicht wirklich wahr, weil wenn ich irgendwo bin oder wenn ich in einem Raum bin, ich nehme immer nur bestimmte Teile wahr, die mir vielleicht auffallen. Meistens bin ich auch noch in Gedanken mit irgendwas anderem, dann nehme ich es gar nicht wahr. Unbewusst nehme ich natürlich alles wahr. Und ich habe diese Übung einfach gemacht, auch indem ich bewusst natürlich den Körper wahrnehme. Beim Streicheln nehme ich ihn wirklich wahr, wenn ich es bewusst mache. Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel den Sessel nehme, dass ich mal bewusst fühle, wie fühlt sich der an? Was ist das für eine Beschaffenheit? Warm oder kalt oder weich? Oder wie riecht das? Wie sieht das aus? Wie wirkt die Farbe? Und so weiter. Das bewusste Wahrnehmen führt uns zur Seele. Das führt uns wirklich zur Seele. Das ist für mich die wichtigste und beste Übung, um dahin zu kommen, um überhaupt mal dieses Feingefühl für die innere Stimme zu kriegen. Ja. Das bewusste Wahrnehmen. Zum Beispiel so ein Glas Wasser. Wie fühlt sich das Wasser an? Wie fühlt sich das Glas an? Es ist nicht nur ein Glas Wasser, was ich trinke. Ich mache mir nie Gedanken darüber, was ist das eigentlich? Ja. Wie fühle ich das? Nicht, wie sieht es aus, wie schmeckt es, sondern wie fühlt sich das an? Meistens nehmen wir uns nicht die Zeit dafür. Das muss so nebenbei und einen Kaffee trinken und dann noch ein Buch oder eine Zeitung lesen. Das ist auch so ein Punkt. Die meisten essen zwischendurch und wissen hinterher gar nicht mehr, was sie gegessen haben. Ja. Und genießen es auch nicht. Ne? Überhaupt nicht. Also wenn ich jetzt was esse, dann kann ich auch das wahrnehmen. Kann ich wahrnehmen, was ist in dem Kuchen drin? Was hat das für Bestandteile? Und wenn ich Kontakt mit meinem Essen aufnehme vorher, bekommt es mir auch. Ja. Also ich habe die Impulse, wenn ich etwas nicht essen soll, dann esse ich es nicht. Es ist einfach wirklich vorher da, sagt mein Magen schon, stopp. Ja. Und ich gehe danach und nicht, was Leute sagen oder was die Allgemeinheit sagt, das muss ja für mich nicht gelten. Und eben da das Bewusste wahrnehmen und die Zeit dafür nehmen, sich eben auch bewusst auf etwas einzustimmen, es mal zu spüren und mal anders wahrzunehmen. Manchmal ist es ja auch schön, mal eine andere Perspektive anzunehmen. Genau. Das mache ich auch ab und zu mal, dass ich mich irgendwo ganz in den Raum setze, wo ich nie war. Und dann einfach nur mal den Raum wahrnehmen und dann die Geräusche. Das hat auch was mit Wahrnehmung zu tun, wenn ich den Raum von einer anderen Perspektive, ein Haus oder einen Menschen von einer anderen Perspektive wahrnehme. Und es ist mit der Selbstliebe so, wenn ich mich selbst nicht liebe, wenn ich jetzt sage, ach ich und nur ich und ich kleines Ich, ich wirke auf die Außenwelt genau so, wie ich in mir denke und wie ich in mir fühle. Also nicht nur denke, sondern wie bewusst ich mit mir umgehe, so wirke ich auf die Außenwelt. Und wie kann eine Außenwelt mich lieben oder akzeptieren, wenn ich das selbst nicht tue? Ich sende dann ständig aus, ich bin arm und klein, ja, so werde ich auch behandelt. Ja. Und ich kann nicht diese Liebe im Außen, diese Akzeptanz im Außen haben, wenn ich die nicht selber habe. Ich muss mich selbst akzeptieren lernen und annehmen lernen, so wie ich bin. Und wenn dann die Haare nicht richtig sitzen, jetzt war ich auch nicht mehr vom Spiegel, ist das auch egal. Ja. Wenn irgendwas nicht richtig sitzt, dann ist es halt so. Ja. Das gehört dann zu mir. Und das ist dann authentisch und nicht dieses aufgesetzte, jetzt muss ich da erscheinen wie sonst was und das passt dann alles. Ja, ja, natürlich sind wir so. Ja, aber gut. Das ist normal. Das ist hier auch so, dass wir uns nicht mehr schminken vor der Sendung oder irgendwie eine Maske alles, haben, sondern wir sind so, wie wir sind. Das Entscheidende ist nicht das Äußere, sondern das heißt das, was wir ausstrahlen. Ja. Ja, und ich kann mit meiner Ausstrahlung da sitzen, ob ich jetzt die Proportionen richtig habe für irgendjemanden, ja, dann ist es sein Spiegel, sage ich jetzt mal, dass er vielleicht was selber verbergen will. Ich war früher auch mal ein Lästermaul. Muss ich jetzt ehrlich gestehen. Ja. Da stehe ich auch zu, als ich noch unbewusst war. Ich weiß aber, warum ich das war. Weil ich immer
diese Unzulänglichkeiten von mir selbst ablenken wollte auf jemand anderen. Hm. Schaut mich bloß nicht an und findet was an mir, dann sage ich lieber, was an dem nicht stimmt, ja. Dann sind sie alle weg von mir. Ne? Ja. Warum? Ja. Warum sagen wir nicht, ja, das ist so, wie es ist und dann sitzt halt das mal nicht richtig oder, ne? Es ist, das wie ist Selbstliebe. Und Liebe ist eben das so zu nehmen, wie es ist. Und Selbstliebe ist auch, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo bin und ich fühle mich nicht wohl, dass ich dann aufstehe und gehe. Ja. Und sag, du, ich muss jetzt nicht bei irgendeiner Feier bis zum Ende dabei bleiben, obwohl es mich eigentlich anödet. Ne? Sondern muss, also, ja, genau. All diese Dinge oder mit Freunden vielleicht mal, wie soll ich sagen, in Missstimmung kann man nicht sagen. Also nicht mehr so zu funktionieren, wie Freunde einen haben wollen, dass man dann sagt, das passt irgendwo nicht und dass man dazu steht. Und sagt, okay, wir können irgendwann zusammen wiederkommen. Aber mir tut es nicht gut. Und Selbstliebe ist, das zu tun, was mir gut tut. Und zu fühlen, was mir gut tut. Ja. Also, wenn ich jetzt irgendwo hingehen muss und ich fühle mich absolut nicht gut dabei, warum gehe ich dann dahin? Das ist keine Selbstliebe. Ja, also ich würde sagen, in diesem Buch sind eben wirklich wertvolle Hinweise und es Prozesse, die man machen kann und die ich wirklich empfehlen möchte, weil das ist etwas, das kann man sagen, ja, ich liebe mich selbst, aber Prozess ist wichtig. Es sind 1000 Blockaden davor und es ist also ein Weg, dahin zu kommen und das Buch hilft da einem wirklich, deswegen habe ich dich auch eingeladen. Und ich habe gesehen, du hast noch was mitgebracht, irgendwie ein neues Spiel, Habe... Also das Buch jetzt ja fertig gehabt, das war im März fertig und ich hatte vor, ich weiß nicht, im Juli hatte ich irgendwann den Impuls, es entsteht was Neues. Das wollte ich eigentlich erst im nächsten Jahr machen. Und zwar ein Buch für Schöpfer, ein Buch für jeden Menschen, der bewusst werden möchte, der einfach sagt, ja, wie funktioniert Planet Erde? Was gibt es hier für geistige Gesetze? Warum lebe ich nicht glücklich? Warum läuft mein Leben so, wie es jetzt läuft und wie komme ich da vor allen Dingen wieder raus? Mhm. Mir geht es darum, Lösungen aufzuzeigen, dass jemand alleine damit klarkommen kann und Lösungen aufzuzeigen, wie komme ich aus diesem Sumpf wieder raus? Und dieses Buch ist in 6 Wochen, also das Werk ist nicht nur ein Buch, in 6 Wochen entstanden und jeder, der mich kennt, auch, ich habe jetzt 22 Tester, die das Buch testen. Ich habe also vorher gesagt, bitte, bevor ich das rausgebe, möchte ich, dass ihr das testet und sagt, wie gefällt es euch, wie könnt ihr damit arbeiten. Die sind alle überwältigt. Buch der Heilung und was weiß ich, die sagen alle, da bin ich nie mehr im Leben, habe ich Langeweile, wenn ich das da sehe. Es ist wirklich so gut wie alles drin. Und ich bin in den 6 Wochen durch Prozesse gegangen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da nochmal durch muss. Durch wirklich tiefe Prozesse, alles Mögliche, um das schreiben zu können, weil ich das nochmal fühlen musste. Und hast du mir was mitgebracht? Und ich habe es mitgebracht, es gibt es im Moment nur zum Download. Das habe ich also nicht gedruckt. Ich werde mal so eine Sonderedition machen zum Drucken für Leute, die jetzt eben kein Internet haben. Das überlege ich gerade. Aber naja, einige haben es auch lieber im Bücherregal. Es ist ein, ich habe es jetzt nur so ausgedruckt. Ja, ne? Verspielpaket. Wenn du in das Inhaltsverzeichnis schaust, dann ist das wirklich ganz gigantisch, was da drin ist. Schöpferhandbuch, Schöpferspielkiste. Ganz leicht und einfach, also jedes Kapitel für sich ist zwischen 1 und 4 Seiten, also ganz kurz, weil das ist ein Mitmachbuch. Also, dass du das selbst tust. Hab Mut zum Original, dich gibt es nur einmal. Ja. Der Weg in die Freiheit, Erlaubnis. Das Universum hört immer mit. Ja, beende das Schuldprinzip. Ja. Deine Antwort kennst nur du. Vergib dir selbst. Ja, und so weiter. Da geht also die Selbstliebe, die da aufgebaut wird, da weiter. Mhm. Also es geht um Selbstliebe, um Schöpfertum und um Annahme, sich selbst akzeptieren lernen. Und es geht auch darum, den Kontakt mit der eigenen Seele herzustellen. Wie mache ich das? Atemreisen sind drin als MP3. Ja. Die habe ich dir auch mitgebracht. Super. Und ein kleines Kartenspiel. Das sind 70 kleine Kärtchen mit kleinen Sprüchen. Die habe ich jetzt extra mal ausgedruckt. Die kriegen die Leute dann zum Download zum selber ausdrucken. Achso, das kann man so eigentlich gar nicht kaufen, oder was? Im Moment kann man das so nicht kaufen, aber alles downloaden und selber machen. Schöpfer machen halt selber, ne? Das ist ja mal super. Also du verdienst ja noch nicht mal da was dran. Nein, noch nicht. Und ich habe jetzt was ganz Besonderes mit diesem Paket vor. Also vom Inhalt her ist es wirklich der Wahnsinn und es ersetzt Kurse und ersetzt Bücher, muss ich jetzt wirklich sagen. Sagen mir auch die, die es gerade testen, da brauchst du ja gar keine Kurse mehr. Das ist alles drin. Hm. Ich habe es jetzt für einen wirklich super Preis drin und ich möchte gerne von jedem,
der das downloadet, der über Bewusst.tv kommt, 20 Euro spenden an Bewusst.tv. Oh, wow, super. Ja. Weil ich möchte einfach, dass wir sind beide diejenigen, die Leute bewusst machen wollen und wollen, dass die aufwachen und selber ihr Leben in die Hand nehmen. Darum geht es mir. Und dafür können wir dann beide sorgen. Ich habe gerade jetzt eine Karte genommen. Es ist Zufall oder auch nicht. Nee, gibt keinen Zufall. Dein wahres Selbst zu finden, macht dich zu einem Superstar auf einem bestimmten Gebiet. So strebst du nicht mehr danach, so zu sein, wie die Welt es dir vorschreiben will, sondern danach das zu tun, wozu du geboren worden bist oder wurdest. Ja, schön. Also so, soll ich noch eine ziehen? Ja. Bringe zuerst dich selbst in Ordnung, bevor du anderen helfen willst. Da ist noch ein Fehler drin. Habe ich einen Stift? Da musst du nochmal ran. Ah ja. Sie lernen nicht durch die Dinge, die du sagst, sondern durch wer du bist, durch deine Ausstrahlung. Schaue ich mir alles noch an. Ja, muss nochmal lektoriert werden. Es ist noch nicht lektoriert. Ganz heiß aus. Muss ich dazu sagen, wird gerade. Ja. Also wenn du da drin was findest, ja. Alle Fehler darf behalten. Alle Fehler darf ich behalten. Super. Ja, es ist spielerisch und es... Mit den Karten habe ich schon in Seminaren gearbeitet. Ja. War auch immer faszinierend, was da rauskam. Stimmte immer. Und ich habe jetzt gedacht, das packe ich einfach noch mit rein. Und wunderbar, freue ich mich. Dass jeder wirklich machen kann, damit spielen kann. Und wenn du das siehst, das sind wirklich Ideenvorlagen dabei für alles. Also vom Aufräumen, von einfachen Dingen bis zur Selbstliebe, bis zum Schöpfersein. Und ja, ich habe selber keine Ahnung, wie das in 6 Wochen entstanden ist. Weiß ich nicht. Ich habe im Garten gesessen und geschrieben. Das kommt wahrscheinlich von deiner Seele. Und es sollte hier mit her. Sollte hier. Wunderbar, ja. Ich bin auch sehr gespannt drauf. Wie gesagt, dein Buch habe ich ja auch gerne gelesen. Und ich denke, das wird auch interessant und spannend sein. Und das ist ja das, was wir im Moment bewusst dahin kommen, dass wir bewusste Schöpfer werden. Das kommt ja von allen Seiten. Es gibt ja viele, die das sagen. Aber man tut sich damit schwer. Man sagt, ja, das sagt sich so leicht. Das ist ein Prozess, aber den kannst du mit diesem Paket wunderbar erledigen. Du kannst wirklich Stück für Stück. Und vor allem, das Buch muss nicht von vorne bis hinten gelesen werden, sondern du kannst dir das raussuchen an Themen, was dir gerade gefällt und was dich gerade anspricht. Da ist sogar ein Notfallkoffer drin, inklusive Atemreisen. Super. Wo jeder dann sagt, okay, Notfallkoffer in 6 Stufen. Und du sagst, da findest du dann wieder raus. Und ich habe diesen Notfall durchgemacht. Also, ich bin wirklich da durch und habe gesagt, was ist denn jetzt los? Aber ich musste das da schreiben. Und ich hätte es nicht schreiben können, wenn ich nicht selber durch diese Gefühle gehe. Und als das fertig war, war alles vorbei. Ne? Wunderbar, sehr spannend. Also es zeigt, dass das wirklich gelebtes Wissen ist und du lässt dich da führen. Das heißt, du channelst auch nicht so, wie andere das machen. Das sind diese Download-Pakete, die sind einfach da und ich setze mich hin und schreibe und sage hinterher, ey, toll. Die direkte Verbindung von dir zu deiner Seele. Ich schreibe es vom Herzen und nicht vom Kopf. Wunderbar. Mache ich bei allem so. Ich hoffe, wir konnten die Zuschauer ein bisschen neugierig machen und ich kann das Buch... Selbstliebe eben, oder ja, ein Kurs in Selbstliebe, nur wärmstens empfehlen. Und das Neue kann ich noch nicht empfehlen, aber es klingt eben auch spannend. Kann man sich eben runterladen. Die Seite heißt... Ich habe dir den Download auch geschickt. jonamo.de. Also wenn du auf jonamo.de gehst, also einfach jonamo.de, dann findest du alles. Das ist die Schatztruhe. Also das findet sich unter Schatztruhe. Ah ja, gut, dann weiß man jetzt, wo man suchen muss. Es ist auch sicherlich ein Schatz. Das Buch ist dort auch verlinkt, ja. Ich danke dir für die interessanten Einblicke und für deine Arbeit und ich hoffe, dass viel mehr Menschen jetzt lernen, sich selber zu lieben, denn das ist im Moment auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ja, stimmt. Ich möchte dir jetzt auch nochmal danken, und zwar, dass es dich gibt und dass du diese tolle Sendung machst, dass du mich eingeladen hast, dass ich die Chance hatte. Und für die vielen Leute, die hier sind und die Leute bewusst machen. Und es ist einfach meine Lebensaufgabe ist genau die auch, die Menschen aufzuwecken. Wunderbar. Das machst du, glaube ich, gut. Und wir beide und gemeinsam sind wir unschlagbar. Ja, absolut. Und ich glaube, wir werden einiges noch bewirken. Aber die Menschen wachen auf und das hilft, trägt alles dazu bei. Ja, richtig. Vielen Dank, Jonamo. Danke, Joe.